herzlich willkommen zur Folge 29 des Zero Truck Simulators 2. Ja, wir sind immer noch in England. Da habe ich nämlich das letzte Mal hier beendet. Und wir gucken einfach mal, was die Firma hier uns anzubieten hat. Ach, wieder nach Paris. Ja, aber warum eigentlich nicht? Dann sind wir wieder in Europa. Achso, Moment, ich muss den Auflieger ja noch abholen. Was fahren wir denn da überhaupt? Müssen wir uns gleich mal angucken. So. Kisten. Kisten über Kisten. Und was ist da drin? Naja, wahrscheinlich Schmuckelgut oder so. Naja, die wollen, dass wir Kisten fahren, also fahren wir halt Kisten. Wir kriegen auch genug Kohle dafür. Richtige Straßenseite. Und jetzt fängt es natürlich gleich wieder das Regnen an. Typisch englisches Wetter. Jetzt wäre ich fast auf die falsche Spur gefahren. Ach ja, und darauf achten, dass wir nicht zu schnell fahren. Naja. So. Ja, letzte Folge war ja verlustreich, würde ich fast behaupten. Nur knapp 17.500 Euro verdient. Ah, das können wir ja heute mal aufholen, ne? Bisschen vor noch. Gut. So, Richtung Southampton müssen wir. Southampton. Da ist ja damals die Titanic vom Stapel gelaufen, glaube ich, oder? Oder aufgebrochen von Southampton. So, gucken wir mal kurz, ob hier ein paar Kamikaze-Fahrer unterwegs sind. Naja. Also eigentlich schon. Kamikaze-Fahrer sitzt nämlich hier hinterm Steuer. Wobei ich sagen muss, bisher sieht es noch gut aus. Gucken wir mal, ob das so bleibt. Ah ja. Ich weiß gar nicht, was ich diese Folge... müssen wir mal gucken. Weil bis ich jetzt bei der Fähre bin, da schwätze ich einfach ein bisschen mit euch. Ich weiß zwar noch nicht wirklich über was, aber ich probiere es mal. Ja, über was schwätzen wir denn? Das typisch englische Wetter, Regen, Nebel und einmal im Jahr Sonnenschein oder zweimal. Wenn es hochkommt, wenn sie ein gutes Jahr haben, ist es glaube ich sogar dreimal. Aber die Sonne kommt da hinten auch raus. Aber das ist natürlich über Meer, das ist über Frankreich. Ist gar nicht in England. Das ist nur fake. Ja, wir müssen auf die Geschwindigkeit achten. Wir fahren 47, 48 ist erlaubt. Man tuckert so langsam vor sich hin. Man weiß nie, wo sie hier. Was ist hier? End. Dann können wir hier ein bisschen schneller fahren. End of Speed Limit. Das höre ich gerne. Kann ich nämlich wieder Stoff geben hier. Plymouth. Da stand aber Dover nach links. Warum fahre ich geradeaus? Muss man nicht verstehen, oder? Ich darf mit meinem LKW 100 km/h hier fahren. Der fährt gar keine 100. Bei 90 hört er auf. Gibt es einen englischen LKW-Hersteller? Dann würde ich mir mal so einen LKW von denen kaufen. Mit 100 über die Autobahn brettern. Gut, wir sind gleich am Fährhafen bzw. am Bahnhof angekommen.
60. Ah, 60 ist hier 80. 50. 50 ist hier. Da steht 50 und hier auf dem Navi steht 80. Also ich glaube mal eher den Schildern. Weil die Strafe muss ja ich zahlen. Steht auf den Schildern einfach was ganz anderes. Kanaltunnel. Hier, okay. All good, all good. Señores. Zu, da ist zu, da ist auf. Bremsen. Oh, da stehen aber noch viele LKWs rum. Tja. Aber der Platz hier ist für mich reserviert. Eingabe. Calais, ist ja klar, 300 Euro. Sagen wir mal. Ach, Feuerwerkskörper transportieren wir hier. Na, das ist ja eine Bombenstimmung hier. Feuerwerkskörper. Und in Calais regnet es auch, was soll denn das? Aber wie es hier regnet. So, wir fahren jetzt nach Paris. Paris. We are driving to Paris. Und dann sehen wir uns in Paris wieder. Bis dahin. Ciao. Sind wieder in Paris. Dieses Mal ohne Bußgeld. Natürlich gleich am Anfang mal wieder hier die Bande, die Leitplanke touchiert. Aber ich glaube, das hat keinen, hat nur Schaden am LKW gemacht. Muss man natürlich auch irgendwann bezahlen. Bleib grün, bleib grün, bleib grün. Nein! Ah! Halt! Dann ist der LKW ausgegangen. So. Ja. Rote Ampeln sind was Schreckliches. Ich mag sie nicht. Feuerwerkskörper haben wir gleich. Ja, gähn nicht so viel. Also es bin nicht ich, der da gähnt. Sondern das ist in-game. Wir müssen nämlich bald eine Pause machen. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Aber das kriegen wir alles hin. Weil hier ist schon unser Platz, wo wir die abliefern müssen.
Ja, das war zu früh. Ich hätte noch mal ein bisschen gerade ziehen sollen. Perfekt. Ja, gern nicht so viel. Davon wirst du auch nicht fitter. 10.300 Euro. Ja. Endlich mal einen gescheiten Auftrag. Und das ohne Strafe. So, jetzt müssen wir kurz Pause machen. Hält er an, hält er an. Der fährt weiter. Der wollte uns in die Seite fahren. So, wir suchen jetzt mal schnell einen Platz, wo wir Pause machen können. Aber nicht zu schnell. Sonst kriegen wir wieder ein Bußgeld. Geradeaus ist wohl ein Hotel. Ah, hier schon. Da fahren wir doch mal drauf. Da war eine Bodenwelle. So. Wir fahren einfach mal vorwärts rein. Ich habe keinen Bock, rückwärts da jetzt einzuparken. So, dann machen wir mal kurz Pause. Gute Nacht. So. Dann gucken wir erstmal nach dem Auftrag, oder? Ich würde gerne wieder ein bisschen mehr nach Europa reinfahren. Paris, Paris. Paris Dover, Paris Lille. Paris Metz. In Lille waren wir noch nicht. Dann fahren wir nach Lille. So. Mann, war das schon wieder knapp. Hallo, fahr doch mal ordentlich. Ich fahre hier gerade, bin glaube ich noch nicht ganz fit hier. Ich fahre viel zu schnell. Ich krieg bestimmt gleich wieder ein Ticket. Mein LKW ist auch bald futsch. Der geht aber auch, wenn der ohne Auflieger ist, dann geht er voll ab. Der hat mega Drehmoment. Da, wir sind schon wieder bei 60. Meine Fresse. Ja, und jetzt. Vollbremsung war ja klar. War ja klar, wenn wir kommen, dann wird die Ampel rot, weil wir es nicht mögen. Macht ihr absichtlich. Jetzt gib mal ein bisschen Gas hier, Ampel. Oh, die anderen haben orange, dann haben wir gleich grün. Hier müssen wir schon rein. Ah, das ist da, wo wir unseren ersten Auftrag hier in Paris abgeliefert haben. Stopp. Jetzt gucke ich gerade mal. Ich könnte den hier kurz abliefern und dann noch den anderen machen. Dann tun wir das doch mal. Weil dann haben wir hier nochmal schnell verdiente Mäuse. Noch ein bisschen. Ah, den müssen wir nur einmal ums Eck bringen.
Wow, eine Ampel, die grün war, als ich gekommen bin. So, sehr schön. Ja, jetzt seht ihr schon, der zieht viel weniger. Gleich nochmal links. Gerade voll angespannt. Ich dachte, das reicht nicht. Da wird man wohl noch mal korrigieren müssen. Oder? Ne, den kriegt man sogar drauf. Den kriegt man auf den Stellplatz, wenn wir jetzt keinen Fehler machen. Ob das reicht? Ah, nee. Müssen wir korrigieren. So, jetzt aber. Nein, wieder. Was machst du denn? Come on. Jetzt passt's. Jetzt muss es passen. So, schnell verdiente 742 Euro. Ach nee, ich weiß ja, wo der ist. Ich weiß ja, wo der ist. Diesmal haben wir es hier auch grün drüber geschafft. Nicht so schnell. Der geht sowas von ab, der LKW. Aber ist auch saugeil. So, und jetzt nehmen wir Lila. Schön langsam rumziehen. Nicht, dass wir da noch gegen den Auflieger fahren. So, angehängt. Fahren wir eigentlich mit Licht? Ja. Gut, ich bemühe mich ohne Geschwindigkeitsüberschreitung nach Lille zu kommen. Und ohne. Ah! Ohne fucking rote Ampeln. Das gibt's nicht. Mann. Alles in Rot. So. Jetzt geht's gleich los. Bis nachher in Lille. Ciao.
So, wir sind in Lille angekommen. So geil. Bisschen nervig war, die ganze Zeit über Land zu fahren. Also wir hatten jetzt am Ende ein ganz, ganz kurzes Stück auf einer Schnellstraße, aber alles andere war über Land. Danke. Er hat mich schön netterweise durchgelassen. Ja, Überland musste dich immer schon so ein bisschen mehr anstrengen, dass du nicht irgendwo mal eine Kurve zu schnell oder zu eng nimmst. Wow. Na, der fährt ja auch mutig. Jetzt hier mal umzudrehen. Um da eine gute Position fürs Einparken zu finden. Aber ich glaube, das ist okay. Ich glaube, so können wir das machen. Ja, es sieht gut aus. Sehr schön. Nochmal 8.600 Euro. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein was Flottes kriegen. Vielleicht nach Belgien, nach Brüssel. Nee. Wollen Sie uns nichts verkaufen? Ja, ich muss sagen, dann habe ich im Moment, bin ich eigentlich glücklich, fertig zu sein. Ja. Und ja, das war's dann jetzt. Wir könnten mal, nee, warte mal, wir machen noch Folgendes. Wir gehen jetzt noch Rundumleuchte aus. Wir gehen jetzt noch den LKW reparieren. Den habe ich ja vorhin ein bisschen zerlegt. Rechts rum. Oh, halt! Was machst du denn? Also mit dem LKW kann ich, wenn der leer ist, kann ich mit dem nicht fahren, wenn der keinen Auflieger hat. Der ist viel zu aggressiv. Da bin ich viel zu sehr auf dem Gas. Nicht Rückwärtsgang. Mein Gott. So, wir gehen nämlich jetzt hier LKW reparieren. Guck mal, ich war gar nicht auf dem Gas gerade. Das ist brutal, ist es. Wartung. Wartung machen wir als erstes. Die Reifen lassen wir noch drauf. Aber den Rest reparieren wir mal. 2000 Euro hat es gekostet. So, und dann. Genau, warte mal, hier Reifen wollte ich mir andere kaufen. Und zwar die hier mit der Farbe. Und hinten genau dasselbe. So, was haben wir denn dann noch? Verchromte Türgriffe. Gibt es leider noch nicht verchromt. Erst ab Level 14. Dann machen wir hier. Euro Trans ist unsere Firma.
Und Namen und dann wir heißen Marona. Hallo? Marona. Anwenden. So. Gut. Das Führerhaus. Das war ja eigentlich das Standardführerhaus. Was kostet denn das? 63.000 Euro. Ich glaube, ich krieg mich nicht mehr. Nee, nee, nee. Nein, nein. Wir machen kein größeres Getriebe. Ein anderes Getriebe könnten wir reinmachen. Aber einen Motor, den lassen wir mal so. Weil sonst. Die Farben sind ja hässlich. Also wenn, dann müsste man da auch was mit den Farben machen können. Hier unten haben wir noch nichts. Da wollten wir die hier dran machen. Na, die lassen wir Standard. Und was haben wir denn noch? Ah, hier können wir auch noch Zeug dran pappen. Nee, also der, oder? Was kann man da dran machen? Lichter. Und hier unten? Auch. Nee, ich glaube, da lassen wir den, den wir haben. Den Grill. Innenraum. Können wir wenig verändern? Können wir, warte mal, können wir da ganz nach hinten gucken? Na, ist nur so eine kleine Kabine. Dann, warte mal, eins wollte ich noch machen. Frontspiegel. Frontspiegel brauchen wir nicht. Viking sieht eigentlich cool aus. Der passt so ein bisschen zum verchromten anderen Zeug. Und dann machen wir da oben noch was drauf. Nehmen wir den Bügel. Thunder. Thunder. Nein, halt. Thunder wollte ich da drauf haben. Ach, den habe ich gelöscht wieder. Nee, brauchen wir nicht. So. Gucken wir uns die ganze Geschichte mal an. Ja, so ist cool. Das Horn geht jetzt leider nicht. Aber so ist cool. So gefällt er mir. Bestellen. Ja, natürlich haben wir jetzt ein bisschen Kohle ausgegeben. So, jetzt erstmal Hupe. Normale Standardhupe. Unser Horn. Sehr cool. Kleine Aufrüstteile, die einiges bringen. Warte mal. Auf welcher Taste liegt das? Die oben, die sind ja schwach. Ja, das war ein Fehlkauf. Ah, okay, die gehen als Fernlicht durch. Das ist nur ein Standlicht. Okay. Ja, sehr cool. Gut, also, ja, jetzt habe ich mich hier ganz verplappert und verzettelt. Das war es auf jeden Fall von der heutigen Folge Euro Truck Simulator 2. Ja, unser Kontostand ist wieder weg. Also alles, was wir gerade verdient haben, haben wir auch wieder ausgegeben.
ein bisschen mehr noch, aber das ist nicht so wild. So, und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo oder einen Kommentar, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.